Der Sommer-Espresso ist wieder da. Sommer-Espresso. Wir haben beim Sommer-Espresso einen eher klassischeren Bar-Espresso genommen, eine 80-20-Mischung. Das heißt schön cremig, ein bisschen weniger Frucht als der Frühlings-Espresso. Dafür eine richtig dicke Crema, Schokonoten, Nussnoten. 100% biozertifiziert. Wir haben diesmal mit drinnen ein Lot aus Guatemala, ein Lot aus Mexiko, kombiniert mit einem leckeren Kaffee aus dem Sumatra und abgerundet mit Gourmet Robusta. Also richtig schön cremig und voll. Wir brühen das Ganze jetzt gleich zusammen. Aber das mache heute nicht ich, sondern das wird die Jana übernehmen. Und die macht uns nicht nur ein Espresso daraus, sondern auch ein leckeres Sommergetränk. Und zwar einen Shakerato. Hi guys, ich zeige euch heute unser Shakerato-Rezept. Wir haben uns dieses sehr traditionelle Getränk genommen und ein bisschen verändert und das angepasst, damit es ein richtig schönes, erfrischendes Sommergetränk ist. Für den doppelten Espresso nehmen wir 18 Gramm Kaffee. Auf 15 Klicks mit der Red Klicks bei unserer Kommandantin gemahlen. Wir brauchen dazu 15 Gramm Johannisbeersaft, 5 Gramm Muscovado-Zucker, Crush-Eis oder normale Eiswürfel, was ihr da habt, und einen doppelten Shot von unserem Sommer-Espresso. Okay, zur Zubereitung. Ihr nehmt euren Cocktail-Shaker, ihr packt Espresso, Zucker und Johannisbeersaft mit rein, füllt den mit Eis und gebt einen richtig ordentlichen Shake, damit ihr den schönen Schaum bekommt, der typisch für den Shakerato ist. Das alles zusammen schüttet ihr dann über einen Eiswürfel in euer Lieblingsglas. Lecker. Schön cremig, fruchtig. Das Schöne daran ist, die Johannisbeere, die bringt nochmal so in Kombination mit den Schokoladennoten vom Sommer-Espresso ein gigantisches Aroma. Super lecker. Top. Perfektes Erfrischungsgetränk für den Sommer. Ich werde es dann draußen in der Sonne genießen. Ciao.